Heidi ho und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Live in the Woods mit den netten Herren Cedes Spins. Wutzi Wutz! Und keine Ahnung, irgendwie ist da noch so ein Hacker hier drauf, der sich irgendwie hier drauf gehackt hat. Und der lässt sich auch nicht kicken und irgendwie heißt Onkel. Ich bin Onkel. Apropos Hacken, Andi. Das waren wirklich welche, die auf dem Server drauf waren. Okay. Weil ich habe nämlich heute früh alles wieder ein Backup drauf gespielt und habe dann die Konsole hier laufen lassen auf meinem PC. Ja. Und habe jetzt hat dann abends drauf geschaut und habe gesehen, es haben sich 3 versucht drauf einzulocken und die konnten nicht, weil die Whitelist wieder eingeschalten war. Hm. Und irgendwie war die Whitelist ständig aus. Hm. Dann sollten wir doch mal mit dem Passwort arbeiten. So. Geht das auch? Ja. Das geht natürlich. Und da muss man jedes Mal eins machen, oder was? Eingeben? Das gibst du, glaube ich, einmal ein und dann ist es eingegeben. Bei dir zumindest. Ich weiß es gerade nicht genau, hundertprozentig. So, ich habe mal hier so ein bisschen barrelisiert. Mit ein bisschen Barrels und hier so ein Controller und ein Sklaven habe ich da im Eck noch stehen. Der voll erweitert das Ganze. Der Sklaventreiber, ey. Na klar, so ein Slave, ein paar Draw-Controller. Läuft. So, ich werde es natürlich so ein bisschen einordnen und man sieht bei mir zumindest unten rechts, wie viel drin ist und was drin ist oder ob es leer ist. Joa. Ja. Ich bin gerade hier am Knobeln, wie, wo meine Winkel vom Haus hinkommen und wo nicht und wie und was. Wenn ihr seht, ich habe jetzt hier die Ziegel ausgetauscht. Da, so sieht das Ganze jetzt aus. Und die Ziegel, die setze ich gerade hier in meinem Lager auf den Boden. Danke übrigens, Onkel. Kein. So, und in die Halben tue ich Essen und zum Beispiel Leder rein. Weil da passen auch jeweils 32 Stacks rein. Und aber auch, also halt nur auf 16 aufgeteilt, also jeweils 16 und 16. Wie auch immer. Und joa, so sieht das Ganze aus. Fleisch noch reindroppen? Ich schau mal zu dir rüber, Onkel. Wie das jetzt ausschaut bei dir. Kannst du das? Er schaut aus. Bibi! Kannst du tun. Wo hatten wir das Lignite her? Das Lignit? Oh, jetzt kommt so leicht japanisch rüber. Geil. Ching Chao, Konnichiwa. Japanisch. Das war jetzt chinesisch. Aua, was ist denn das? Ich habe wieder so eine blöde Pflanze erwischt. Hehehe, Poison. Geil. Onkelchen, nice. Geil. Ja, aber ich habe schon Angst, ich habe schon richtig Angst vor dem Dach, muss ich sagen. Ja, aber da gibt es ja das tolle Zimmermanns-Mod. Genau. Genau, du habe ich mir das nämlich auch überlegt, dass ich das benutzen werde. Ich werde mir mal was überlegen, vielleicht funktioniert das. Also ich werde mich an dem Zimmermanns-Dach dann bei meiner Freundin hier drüben verdingen. Nee. Weil mein Haus hat ja ein Gemüsedach. Gmorsdächler? Ein Gemüsedächler. Ach ja. Okay. Schicken habe ich noch nicht drin. Okay. Das habe ich nicht drin. Die habe ich auch noch nicht drin. Fäden tue ich die auch in der halben oder in der ganzen? Ich glaube, Fäden in der halben und die Knochen auch in der halben. Dann haben wir natürlich Schwert. So, ich kann die 1 bleiben. Warum bist du so still, Cedes? Ich schaue mir gerade den schönen Sonnenuntergang an. Ach so. Und die Musik ist so schön. Repaire kostet. Die kosten alle so viel. Eine Repaire.
14 ist das nächste Upgrade. Ja, so kann man das machen. So kann man es tun. Doc, geh mal schlafen. Ich will dann ins Bett. Moment. Moment, geht gleich los. Na, Alter. Das Vieh. Ich kann das Fenster ja nicht einsetzen, weil hier so ein Tausendfüßler. So, ich liege im Bett. Okay, ich auch. Ich liege auch gleich im Bett. Ich muss schlafen. Das war meine Tastatur, das war nicht ich. Pfui, 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 pfui. Ja klar, das sagen sie alle. Pfui, pfui, pfui. Das hat jetzt irgendwie auch gepasst. Pfui, 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 pfui. Guten Morgen, Welt. Guten Morgen, liebe Sorgen. Seid ihr auch schon alle da? Die Flasche will nicht zugehen. Also wir haben schon ein sehr schönes Fleckchen hier langsam. Muss ich schon sagen. Irgendwann ist hier alles eine Stadt. Na toll. Das wäre aber nicht so toll. Nein. Ich bin der Live in the Woods Beauftragte hier. Und ich werde hier alle Bauvorhaben, zum Beispiel bei dir, Andi, da muss echt noch was getan werden. Ich wollte eigentlich schon Bäume davor pflanzen, aber irgendwie hat es nicht hingehauen mit deinem Steilhang. Absichtlich. Ja, ich glaube es auch. Hufe. Bitte Ding. Bitte Ding. Was mache ich jetzt mit dem Lager da unten? Bitte Ding. Das. Das wird ja natürlich alles noch schön eingeräumt, ist klar. Liebe Leutchens. So, jetzt bin ich am Überlegen. Mache ich hier? Wie mache ich das hier? Ja, also das kann ich noch ein bisschen arg vergrößern anscheinend. Sand, genau. Ich will noch gar etwas ausbauen. Ich habe da eine Idee. Ich habe eine Idee. So, ich habe hier auch ein bisschen hier so ein bisschen gebaut, ne? Ein bisschen ausgeleuchtet. Und nö? Und nö, setze ich da der Sand hin. Vielleicht reicht's, ja? Und ja, mal schauen, ein bisschen. Schau mal, einen kleinen Baum werde ich vielleicht hinbauen. Ein paar Büsche. Baum hin. Baum, bam, 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 bam. Baum, 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 baum. Baum, baum. Boing, baum, baum HD. Ah, apropos HD. Jetzt ist doch diese komische VR-Brille von Samsung ist doch jetzt rausgekommen, oder? Fürs Handy. Oh, packt auf den Klump weg. Echt jetzt? Nicht so toll, oder was? Ey, da tust du vorne dein Handy drauf klippen, machst die Abdeckung drauf, wow. Hast du ein bisschen Software, damit du das auf beiden Augen getrenntes Bild hast? Wow. Da hole ich mir gleich eine richtige VR-Brille und hab was Cooles. Ein Geiles, ein Gescheites. Mit richtigen 3D. Okay. Gleich so schlimm? Also von den für die Handys bin ich nicht so überzeugt. Vom geht der Akku richtig extrem schnell leer. Kann man eigentlich auch die benutzen? Also bei den Handys, ne? Natürlich doof. Doof. Das ist aber doof. Voll doof. Voll doof. Nee, doof. Doof, was ist denn Dorf, das bei der Grafik? Nein, bei der Grafik, DOF. Was ist denn das, die Distance Abkürzung dafür? Of view? Genau. ich kann es aber nicht genau sagen. Nee, DOF, keine Ahnung. Aber das kann so, schon sein, das kann schon sein, dass das ist das nicht das, wo du dann hier so ein Fischaugenobjektiv hast? Nee, das schon. Ist das FOV. Ah, okay, siehst du, leicht zu verwechseln. Nicht zu verwechseln mit POF. Und nicht zu verwechseln mit Puff. Ja, genau. Damit erst recht nicht. Schade. Wunsch. Ich dachte, man darf es mit Puff verwechseln.
Sudle. Oh, Netherziegel. Schön. Mal schauen, ich glaube, sieht das Design nicht besser aus? Hauen wir doch gleich mal da also oben Haus, auch noch. Mein Haus wird langsam zu einem Krankenhaus. Hoffentlich mache ich das nicht zu weiß, weil das ist ja dann auch schon wieder... Obwohl, weiß ist eigentlich immer so ein bisschen erfrischend, ne? Ja, es sieht etwas besser aus. Mhm. Wenn du dunkles Holz nimmst, für den Rahmen, dann ist weiß echt cool. Call? Muss ich alles zurückschüsseln? Schitzeln? Schitzeln. Schitzle Manitzle. Schüssel Manitzel. Verschüssel. Voll daneben geschissen, oder was? Das ist echt geschüsselt. Ach ja. Sudele. Karottchen. Was habt ihr gespielt vor unserem Livestream? Wir haben Anton gespielt, weil das Modpack, also der wo das Modpack eigentlich hier mit macht, der oder hier den Server hostet, den Root-Server, der hat ein bisschen verkackt, weil er nicht da ist. Für TTT oder was? Nee, für TTT ist ja mein Server da. Okay. Hä, okay. Wie, was? Hast du einen eigenen TTT-Server oder was? Ja, mit, ich habe einmal TTT drauf und als zweites Spiel ist Farming Simulator mit drauf. Aber bei Nitraro dann, oder? Ja. Okay. Das war der hier. Vergaß, den brauchte ich ja noch irgendwie. Hui! Ich habe hier Boden gemacht. Also wird auch Bohnen der richtige Bohnen gemacht. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, wie so ein Nether-Ziegel-Zeug ausschaut. Aber das kennt man ja eigentlich von den Burgen im Nether, oder? Ja. Toll. Da habe ich mich voll drauf gefreut und dabei kenne ich es schon. Oh. Easy. Immer dasselbe mit mir, ey. So. Was ich dann noch später versuchen werde, ist, den Controller nach oben zu verlegen. Mit vielleicht ein, zwei Slaves. Wahrscheinlich, ja, zwei Slaves brauche ich wahrscheinlich davon noch. Für einen Controller-Slaves, Drawer-Slaves. Mal eine ganz andere Frage mit dem Drawer-Controller, ja? Ja. Wie funktioniert der? Weil wenn ich den anklicke, passiert nämlich gar nichts. Also, mit Linksklick passiert natürlich gar nichts, weil der hat kein Interface, da kannst du nichts rausnehmen. Da musst du unten mit zu die Drawer hin und da rausnehmen. Aber mit Rechtsklick, wenn da schon was unten in die Drawer drin ist, tut er die automatisch auffüllen. Hm. Mit dem, was du reinschmeißen willst. Ah! Mhm. Ja, da hätte ich ja die blöden Kisten gar nicht gebraucht. Doch, der tut ja da sortieren. Nee, pass mal auf. Ich habe eine Kiste hingebaut, einen Trichter, und der Trichter geht auf den Controller. Und das bedeutet, ich lege Sachen in die Kiste rein, mhm, und die werden über den Trichter in den Controller reingeschmissen und werden dann verteilt auf die Schubladen. Obwohl, das ist eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Ja. Weil da kann ich das Zeug reinlegen und die Verteilung ist zeitverzögert, ich muss nicht dastehen und ständig irgendwie das Zeug reinklicken. Sondern ich leg's einfach nur einmal in die Kiste und das war's. Dann wird's automatisch gemacht, alles. Schön. Ja. Ich bin mal wieder Marmor sammeln. Also Marble? Da hab Marmor. Ich, glaube ich, noch irgendwo was. Marmor. Feinwand. Ich glaube, damit ich mal was anderes mache, komme ich mal schnell mit und helfe dir ein bisschen. Mir? Ja. Ich bin eigentlich schon so gut wie fertig. Nein, den Marmor holen, meine ich. Nein, ich bin so gut wie fertig, meine ich. Ach so. Ich will wissen, wie das ausschaut. Sieht aus wie Cobblestone, bloß in weiß. Aber du kannst gerne herkommen. Also, siehst du mich? Nicht so wirklich, so. Aber das ist ja irgendwo da hinten, denke ich mal.
Und wie man sieht, ist alles voll und ich brauche noch mehr Platz. Wie Sie sehen Sie nichts. Ja. Und zwar, wenn du... Wie kann ich das dir jetzt erklären? Na, irgendwo müsste ich ja deinen Namen sehen. Oh cool, ich habe noch ein bisschen Erde. Von deinem Haus aus? Ja, wenn du jetzt hinten sozusagen, wo die großen Fenster drin sind, aus dem Ausgang rausgehst, dann einfach nach links und immer geradeaus. Also nicht durchs Wasser schwimmen. Da genau, jetzt vielleicht in die richtige Richtung. Nein. Hab ich gerade gesehen. Auch nichts. Nein. Genau, da bist du. Nein. Hier drüben auf dem Berg stehe ich. Warte, ich hüpfe mal. Ah, ich sehe dich. Genau. Cool. Ja. Na toll, jetzt wird's dunkel oder was? Nee. Ja, ein bisschen. Ja, wieder typisch. Schafe. Denk mal, hier hinten ist Marmor und hier vorne ist auch Marble. Also, ja, hier ist zum Beispiel Marble irgendwo, habe ich gerade. Eklogit? Das nehme ich mal als Wand. Und hier noch ein Bäumchen. So, dürfte eigentlich reichen, was ich brauche, was ich habe. Autsch. Aua, was ist du? Ja. Ich hab gedacht, irgendwas hat mich kauen. Scheiße, ich bin hier runtergefallen. Runterfällt. Bisschen Knochenmehl machen, dann bringen die Maschine fix zum Wachsen. Klein. Okay, das sieht jetzt nicht nach Schlafen aus. Wenn der Zetus da rumhämmert. Ach so, soll ich schlafen gehen? Hast du Bett mit? Nee. Nee, dann mach halt. Mir ist wurscht. Also, ich gehe in meine beleuchtete Bude jetzt. Jo, sieht soweit gut aus. Ja, die wenn überhaupt, ich einen Stack voll habe. Die überhaupt nicht beleuchtet ist. By the way. Wunderbar beleuchtete Bude. Ohne Belichtung. Ja. Genau. Die Bude hat einen Belichtungsfehler. Was ist denn hier über. Hier ist doch überall. Oh oh. Aua. Geh weg. Wow. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Wow. Alter, wie viele sind denn das? Alter! Wow. Viele. Wow. Ich werde sterben. Ich schieß Feuerpfeile zu euch rüber. Als ob du so weit kommen würdest. Puh. Oh, und jetzt auch noch ein Creeper. Alter, hier geht's rund. Mama, ich muss mal ganz schnell nach Hause. Dann mach mal ganz, ganz fix nach Hause. Ich lege mich dabei ins Bett und ruhe mich aus. Boah, jetzt wäre ich beinahe in die Lava reingefallen. Das wäre so gewesen. Oh, komm, jetzt lass mich doch mal hier lang. Puh. Ei. Bist du da? Ja, ich muss... Jetzt ist da oben natürlich ein Zombie auf dem Haus. Gute Nacht, Werner. Gute Nacht, Eckhardt. Gute Nacht, die Russen kommen. Gute Nacht, John Boy. Gute Nacht, Döner. Gute Nacht, Haus da drüben. Gute Nacht, Frau mit großen Augen. Gute Nacht, Creeper. Gute Nacht, Frau mit schwarzen, nassen, ins Gesicht hängenden Haaren. Ach, Ring? Nice. So, ich höre jetzt mal auf. Sudeli. Jetzt machen wir hier noch. So. Oder Lode? Ein paar Stecks. Steps. So. Nicht Stecks, sondern so. Steps. Stirb, Zombie. Stirb. Die, Motherfucker, die. Noch und da noch und da noch. So. Eklogit-Pflasterstein. Bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Wenn ich das brenne. Hier. Einmal brennen. Das schon mal. Mal. Ich würde mich einfach mal ein bisschen runter. Auch noch brennen.
Keine Ahnung, wie. Schon wahrscheinlich wesentlich zu weit. Da war er auch noch nicht fertig. Sag mal. Ja, heute komme ich aber auf jeden Fall schon mal wesentlich weiter als in der letzten Session. In der letzten Session war ja eigentlich mehr so eine, ja, erstmal Einfindphase. Bisschen bauen, bisschen klauen, bisschen hauen. Ein bisschen schisseln. Was ist denn das für eine Depromucke jetzt hier eigentlich? Komm mal was anderes. Doch kann ich denn den hier auch schisseln? Komm. Zeig mich. Oh yeah, kann ich. Ja, geil. Aus Netherziegeln kann man richtig nice Steine machen, ey. Okay. Blue Nether Brick. Geil. Dann mache ich jetzt die eine Wand damit. Es wird dann ein kunterbuntes Haus. Widi, widi, bummer. Das ist Cedis. Genau. So schaut's aber aus, ey. So da und da, so. Ernsthaft? So weit? Oh yeah. Ist da hinten jemand gestorben, weil da so ein Strich in den Himmel geht? Gen Himmel? Ja. 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 Okay. Wieso tut aber ihr das? Frag mich nicht, wer. Wieso tut ihr das denn? Das könnte von meinem Sohn gewesen sein. Mit meinem Charakter. Oh mein Gott, das ist ein riesiger Weg. Den ich zurücklegen muss. Ich bin gerade überlegen, ob ich... Ja, ich frage mich ob ich ein Spitzdach drauf machen soll. Also ist das mit meiner Idee, dass ich das in den Keller dann für verworfen. Bei welcher Zeit sind wir eigentlich? Oh, 22. Oh. Ja. Nee, würde ich halt schon sagen, war es das für diese Folge? Okay. Nein. Doch, denn wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Nein. Okay, dann halt nicht. Dann war das die letzte Folge live in der Woods. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, ich gebe euch später die Adresse vom Cedis, wenn ihr die haben wollt, dann könnt ihr ihn ein bisschen verprügeln. Nein. Okay, dann halt die auch nicht. Okay, dann habt ihr einfach Pech. Dann war das die letzte Folge. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin sage ich tschüss, haut rein. Tschüss. Ciao.